Alles für Gott hingeben bringt mehr, als alles für sich selbst anzuhäufen. Über diese Einstellung sprach der Papst an diesem Montag bei der Frühmesse in der Casa Santa Marta. In seiner Predigt ging es um das Tagesevangelium nach Lukas, die berühmte Episode vom Schärflein der Witwe aus Lukas 21. Die Kirche sei so wie diese arme Witwe, die ihren ganzen Reichtum von 2 Kupfermünzen in den Opferkasten des Tempels warf, sagte der Papst. Franziskus warnte vor einem lauwarmen Glauben und einer Kirche, die zu sehr auf weltliche Dinge achte. In den letzten Tagen des liturgischen Kirchenjahres tue es gut, zu fragen, ob es diese Kirche ist, die Jesus will, und ob wir unsere Seelen dem Bräutigam der Kirche hinwenden. Secondo i padri del deserti. Der Papst rief dazu auf, alle diese Dinge beiseite zu lassen, die unnütz und der Treue zu Gott hinderlich sind. Machen wir es so wie diese Jugendlichen in der ersten Lesung, die alles beiseite schoben, was ihrem Glauben hinderlich war, so der Papst. Così è la nostra Chiesa, che cerca il suo sposo, aspetta il suo sposo, aspetta quell'incontro, che piange per i suoi figli, lotta per i suoi figli, dà tutto quello che ha perché il suo interesse è soltanto il suo sposo.